So, damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Lego Star Wars. Die komplette Saga, Spiel laden. Wir laden Spiel 1. Und wieso kann ich jetzt nicht meine Tasten nutzen? Jetzt kann ich sie nutzen. So, Spiel wird geladen. Laden erfolgreich. Und bitte. Na? Ah. So, wir hatten beim letzten Mal, sind wir jetzt noch in Episode 1, ich glaube, ja. Was ist eigentlich das da? Beide Spieler müssen aktiv sein. Ach so, zwei Spieler Arcade. Arcade, Arcade, wie auch immer. So, wir sind aber, glaube ich, jetzt immer noch in Episode 1, oder? Wo sind wir jetzt? Nee, jetzt sind wir draußen, das wollte ich auch nicht. Ach nee. Nee, stimmt schon. Gut. Wir sind doch. Gut, jetzt machen wir weiter mit Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Na, Qui-Gon, du hast hier drin aber nichts mehr zu suchen. Mein Bester. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes, was man irgendwie sehen muss? Hui. Disco-Kugel. Wo ist das? Ganz viele Lego-Steinchen. So. Hier geht die Party, aber trotzdem müssen wir jetzt mal in Kapitel 1 von Episode 2. Hat es einen Namen? Kopfgeldjägerjagd. Und bitte. Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Warum leckt das so? Kapitel 1. Kopfgeldjägerjagd. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Graf Dooku, heißt nicht eigentlich Count Dooku, führt eine Separatistenbewegung an, die die Zukunft der Republik bedroht. Auf dem glitzernden Stadtplaneten Coruscant beschützen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker Senatorin Padme Amidala, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Was ist denn das? Ja, das sehe ich auch so. Oh Gott, jetzt muss ich hier... Jetzt muss ich hier auch noch rumfliegen. Da ist er. Gibt's irgendwie ein Turbo? Nee, das ist... Dings? Toll, einfach hinterher fliegen. Na super. Oh, schießen kann ich auch. Sehr geil. Bringt mir das, wenn ich das zerschieße? Ja. Würde mir ein paar Lego-Steine bringen. Nee, wo jetzt lang? Muss ich lang? Hier lang. Oha. Na, sehr geil. Na, toll. Jetzt muss ich erstmal die Dinger hier alle zerballern oder was? Na, ganz herzlichen Dank. Schießt noch einer da. So, das hört man. Es müssten hier noch welche sein. Nee. Was muss ich denn jetzt machen?
Hä? Ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen muss. Das jetzt kaputt schießen oder was? Turbos hier. Naja, bringt mir ja nichts. Ich muss ja. Das ist der 8? Wie jetzt? Warte. Neue, ja, krieg ich. Ach, jetzt muss ich die ganzen Dinger zerballern. Okay, dann machen wir das mal. Autsch. Scheiße. Aber es hat funktioniert. Ja, na klar, und er wartet da geduldig oder was? Ist logisch. Oder müssen wir den einfach nur verfolgen? Ich schätze, wir müssen den einfach nur verfolgen. Ach nein, nicht schon wieder. Boah. Ey. Toll. Hui. So, warte. Hier, ne? Das? Oh, diese Steuerung. Diese Steuerung. Ich schieb das natürlich jetzt alles auf die Steuerung. Hä? Wo müssen wir denn jetzt, ne? Ditte? Ja, ditte war's. Jetzt müssen wir auch noch mehr als ein. Machen der andere hier. Ja, noch fehlt immer noch. Der ist wo? Wo ist er? Weg ist er. Aber jetzt mal die ganzen Dinger hier. Ah, da ist nirgendwo was. Thank you.
Ah, oh, diese Steuerung ist echt legendär, muss ich dazu sagen. Jetzt haben wir zwei, okay. Ja, geil. Ich habe nur zwei Herzen, ist klar. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Da wollte wohl jemand nicht, dass jemand redet. Anakin Speeder. Na, aber auch Jedi kommen uns eh abschminken. Viele Steine. Minikit auch nicht gerade das Beste. Aber immerhin Level abgeschlossen. Und die Story bitte fortsetzen. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Kapitel 2. Entdeckung auf Kamino. Da die Separatistenaktivitäten weiterhin die Galaxis destabilisieren, untersucht Obi-Wan Kenobi den Mordversuch an Senatorin Padme Amidala. Zusammen mit seinem Astromech-Droiden R4P17 verfolgt der Jedi-Ritter die Spur eines vergifteten Pfeils bis zum entlegenen Planeten Kamino zurück. So, sind wir also auf Kamino. Endlich keine Verfolgungsjagd mehr. Soll ich dir ein bisschen helfen, ja? Pass auf, hier, guck mal. Da. So einfach geht das. Geh du schon mal vor, ich komm gleich nach. Ey, das ist so ein Planeten, auf den Tag und Nacht regnet. Das ganze Jahr über. Da will man doch nicht drauf leben, oder? Aber wenn es da nur regnet, dann müsste der Planet doch komplett überschwemmt sein, oder? Oder etwa nicht. Obwohl, es muss auch eine Zeit geben, wo es nicht regnet, weil irgendwie muss ja die Flüssigkeit ja auch in die Wolken kommen.